Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online Unendliche Weiten. Und ich bin mit meinem neuen Schiff. Ich habe gewechselt. Ich habe dann doch gewechselt und habe mir die Chimera, die Veteranenbelohnung der Chimera Zerstörer 5K, nee, K5U. Es ist nämlich das erste Schiff, was für mich sozusagen mit Raumschiff Meisterschaft Freischaltung möglich ist. Brauche ich noch ein bisschen. Und meine erste Aufgabe, ich bin in dem neuen Episodenstrang der Cardassianische Kampf und bin bei, wie man unschwer erkennen kann, Deep Space Nine und werde hier jetzt auch einfach mal ankommen sozusagen, beziehungsweise runterbeamen. Docken Sie an, ja. Und das ist die erste neue Aufgabe in diesem Episodenstrang, da freue ich mich drauf. DS9, Cardassianer. Ja, das könnte interessant werden. Mit dem Schiff, ich habe nur eine Patrouille gemacht. Bisher bin ich sehr zufrieden. Hat mir gut gefallen. Und ist sicherlich bei weitem noch nicht optimal ausgerüstet. Ach, okay. Das hat sich aber irgendwie... Hat sich das verändert oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Auf die Post brauche ich nicht zurückgreifen. Sondern Commander Sarish Minna. Okay, das heißt, ich muss irgendwie in den Commander-Bereich. Mal gucken, was kann er hier? Mit Händler sprechen, Getränke und... Ah, warte mal. Hohohoho. Getränke und Essen bestellen. Habt ihr... Nee, habt ihr nicht. Schade. Sprechen wir mal mit dem Händler. Der hat hier nur Aufträge. Mhm. Um Jevonit falschen. Das ist gut. Da habe ich nämlich kaum noch etwas. Um Tulabären habe ich überhaupt keine. Das ist richtig gut. Und die Blätter, ja, glaube ich, kann man auch mal. Das ist sehr gut. Das muss ich mir auch merken. Ich hoffe, dass ich hier auch irgendwo ein romulanischer Botschafter. Eines Vizeadmirals. Oh ja, ich arbeite dran, ne? Ich bin Flottenadmiral. Eine Latinum-Tauschbörse? Okay. Ein Weihnachtsgeschenk von der Erde kann ich in Latinum umtauschen. Sowas habe ich gar nicht. Das ist krass. Was haben wir denn hier? Klingonisches Essen kaufen. Blutwein. Nö. Auch nicht so wirklich. Aber ich entdecke das jetzt echt mal alles Stück für Stück. Mit Honor sprechen. Was hat denn Honor für mich im Angebot? Ach, da brauche ich diese Phoenix-Preisgutscheine. Ja, die kann ich auch so aufrufen. Hallo. So, mit Morn sprechen. Na, der erzählt wie immer sehr viel. Gar nichts. Das kommen wir, da kommen wir aber noch zu. Was kann ich von dir? Cardassianischer Kanaschite. Saurianischer Brandy. Ja, da hätte ich gerne mehrere. Mindestens drei. Weil ich weiß, dass ich da Aufgaben habe, wo ich den brauche. Okay, nett. Aber hier gehen wir erstmal wieder raus. Gucken wir mal, was ist das? Das ist ein... Okay, Offiziere behandeln. Ich hoffe, dass keiner krank ist. Ist irgendjemand von euch krank? Nö, ihr seht ganz gesund aus. Hoffe ich doch. Nö. Also, wir brauchen hier keinen behandeln. Wir sind kerngesund. Okay. Das ist die Post. Da waren wir schon.
Ich glaube, bei denen kriege ich nichts. Oh, es ruckelt hier aber alles. Es ist alles so klein irgendwie. Frontier Devices, na dann. Gucken wir mal mit Gerätehändler Telemon. Was kriegen wir da? Da kriegen wir Schildladung etc. Ja, okay, brauchen wir nicht. Reden wir mit Dolgun, da kriegen wir das gleiche. Brauchen wir auch nicht. Okay, danke. Gut zu wissen, wo es euch gibt. So, dann sprechen wir mal mit dem ersten. Technik-Kit. Technikmodule, Wissenschaftsmodule. Ja, da bin ich eigentlich... Eigentlich bin ich da schon ganz gut indessen ausgerüstet. Die sind vielleicht nicht auf dem höchsten Stand bei mir, aber ja. So. Die stehen hier nur und reden. Hier kann man überall auch nicht reingehen. Hier kann ich irgendwelche Süßigkeiten kaufen. Hier kann ich schon wieder auf die Post zugreifen. Hier gibt's gar nichts. Dann gucken wir mal mit einem Bedarfshändler. Oh, das kann ich mir alles... Klar, man kriegt das hier günstiger als über den Replikator. Da kann man für die Nebel erfragen, was man dort braucht. Und hier bin ich beim Schneider oder so. Okay. Irgendwie auch alles dasselbe. Oh. Wo bin ich denn hier? Aha. Luftschleuse, was? Nö. Ich will noch nicht zum Schiff zurückkehren. Ich habe hier noch eine Aufgabe zu erfüllen. Okay, das haben die aber umgebaut. Schiff reparieren. Muss ich das machen? Das Schiff hat keine Schäden. Das finde ich doch sehr gut. Okay, Schiffsausrüstung. Ja, gut. Okay, kann man hier anfordern, aber ist natürlich alles das Standardprozedere. Schiffe erhalten, Schiffe anpassen, Schiffe verwalten. Vielleicht könnte ich ja mein Schiff kurz anpassen. Ich trödel hier schon wieder total rum, wie ihr merkt, anstatt meiner Aufgabe nachzukommen. Aber so. Irgendwie hat das ja auch was mit diesem Teil hier oben drauf. Aber es gefällt mir nicht. Das nimmt sich nichts. Na, wir lassen es einfach so. Ich glaube, an dem Schiff kann man nicht allzu viel ändern. Da gibt es andere, da geht wesentlich mehr. Was ist das denn? Ah, ich kann hier auf eine Bank zugreifen. Und habe hier meine Tauschbörse. Okay, das war früher auch anders. Okay, also sie haben doch umgebaut. Man sieht es eindeutig. Sie haben umgebaut. Und bei dem waren wir schon, das heißt, ich muss jetzt mal sehen, dass ich nach oben komme. Aber ich glaube, die Treppen hier sind nur was für... Ja, die sind wirklich nur Illusion. Das heißt, wir werden
jetzt mal ein zur Ops nehmen. Consider it done. So. Und zwar müssen wir zu... Nee, eigentlich nicht. Die kriegt, gibt uns Aufgaben. Vermittlung. Ermittlungsprogramm der Föderation. Reden Sie mit Warenmaklerin. Okay. Ja, das habe ich schon gemacht, aber... Trümmern entdeckt, Chapel-System, scannen Sie die Trümmer. Ja, das ist etwas wiederum, was ich gerne machen könnte. So. Sarish Mina, mein Gott, ist das eng bei euch hier. How can I help you? Mir wurde aufgetragen, Ihnen Bericht zu erstatten. And thank you for coming so quickly. Und dann sind wir auch in Deep Space Nine. After the Bajoran-Cardassian Treaty was signed in 2371, aha, Cardassianisch, die wollen keinen Vertrag mit der Föderation und es geht um Drehkörperdiebstahl. Okay. Gut, das haben wir gelöst. Kriegsbeute. Der wahre Weg hat einen Drehkörper gestohlen. Und wir sollen ihn finden. Das ist natürlich so eine Aufgabe, wie sie für uns gemacht ist. Oh, ich muss ehrlich sagen, ich bin bald froh, wenn ich hier Brückenoffizierstraining. Ach gut, das ist mit den Lehrbüchern, alles klar. Und hier kann ich technische Offiziere, taktische Zenstor-Offiziere gegen... Okay. Was ist das? Was macht ihr hier für ein Geräusch? So, ich weiß aber immer noch nicht, wo kann ich hier zum Beispiel Schmuggelware eintauschen? Ja, das ist der falsche Weg. Entschuldigung. Zum Promenadendeck. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe hier noch keinen... Das ist ein Händler, ich brauche aber einen Sicherheitsoffizier. Und es sieht mir fast so aus, als ob ich das hier nicht machen könnte. Na gut. Dann war es das zur Not, muss ich halt zu der anderen Raumstation fliegen, da weiß ich es ja. Aber eigentlich müsste es das doch hier auch geben. Also, wenn jemand eine Ahnung hat, wo in Deep Space Nine man dorthin kann, oder beziehungsweise wo man Schmuggelware umtauschen kann, dann möge er mir das bitte mal schreiben in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Oder natürlich, ihr joint einfach dem Discord. Und dann können wir da über alles reden, schreiben, uns austauschen und ihr mir ein bisschen helfen. Okay. Dann bin ich jetzt hier und muss jetzt... Entschuldigung. Ich habe gerade einen Frosch verschluckt, wie es aussieht. Patrouille im Chapel-System. Jetzt muss ich erstmal das Chapel-System... Man kann ja hier... Ach, man kann ja auch hier... Das hätte ich mir ja auch wählen können. Doppelklicken, einen Kurs zum Chapel-System. Mal gucken, wo das ist. Ach, das ist ganz da hinten. Okay. Na dann. Haben wir das alles? Okay, dann gucke ich mal, Dienstoffiziere, ob wir hier noch irgendwas Schönes haben. The desperate men and women of the True Way have turned to one of the Federation's greatest foes in an attempt to hold sway over Cardassia Prime. Starfleet must infiltrate into the heart of the New Dominion and douse the flames of war before they consume the entire quadrant. Mm-hmm.
Jetzt, wo ich saurianischen Brandy habe. Ah, das ist Syntorol. Da, den könnte ich jetzt eigentlich planen. Okay, zack. Gut, und damit sind wir bei 20. Das war's erstmal. Jetzt müssen erstmal wieder welche ablaufen. Aber ich bin auch schon gleich Level 41 und das nur mit einer Patrouille und den Aufträgen. Also man braucht theoretisch, kann man auch so hoch leveln, aber das macht ja keinen Spaß. Deshalb Scheppelsystem und danach geht's zur Kriegsbeute in die Badlands. Das wäre natürlich daneben gewesen, jetzt muss ich wieder zurück, egal. So. Und das nächste, was wir in Angriff nehmen werden, ist eine Flotte, einen Zugang zu einer Flotte zu erhalten. Um auch da mal zu gucken, da gibt es ja dann auch wieder besondere Sachen, Schiffe etc. etc. Aber da muss man Flottenmarken, glaube ich, für sammeln. Sowas habe ich, glaube ich, noch nicht. Flottenmarken, naja, 1400. So, wir sind im Chapel-System und werden das mal betreten. Und werden mal schauen, was wir hier tun müssen, ob das Boden ist oder Raum. Niemand weiß es. Ja, das Schiffchen, also ich hatte ja zuerst ein anderes, das hat mir dann aber doch nicht so gefallen. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich wähle doch das hier, weil es halt, wie gesagt, Möglichkeiten gibt, auch mit der Raumspezialisierung. Das wollte ich gerne mehr anschauen und deshalb bleibe ich halt erstmal bei ihm hier. So, scannen Sie die Trümmer, um Ihre Herkunft zu bestimmen. Machen wir glatt. Ja, das ist es. Das sind immer die Aussetzer des Antriebs. Ich habe hier den Boseman Hyperimpulse Speed mal 3 drin. Besonders schnell. Aber eben nicht ohne Aussetzer. Ist wie so ein übermotorisierter Rennwagen. Schmuggelware. Seht ihr, jetzt wisst ihr, warum ich das wissen wollte. Dann muss ich doch erstmal gucken, wo ich woanders hinkomme. Und ich muss natürlich, das darf ich nicht vergessen, auch noch die Lithium abbauen, aber ich glaube, das geht noch nicht. Das geht erst, glaube ich, in ein paar Stunden. So. Okay, das war ja super spannend. Hauptsache, die Ergebnisse bringen etwas. So schlecht sieht das Schiff gar nicht aus. Am Anfang dachte ich mir, oh, irgendwie sehr bullig. Es ist nicht sehr besonders elegant. Ja, okay, aber wunderbar. Und damit sind wir 41. Ah, das brauchen wir nicht. Ja, komm, wir nehmen es an. Wir reden dann halt nochmal mit ihr. Neue Dienstoffizierspakete. Ja, wunderbar. Immer her damit. Ich habe sowieso noch viel zu wenig. Meine Mannschaft besteht gerade erst aus 87 Leuten. So, wie viel 2000 Delizium haben wir bekommen dafür? Wahnsinn. Gut, heute kann ich eh nicht mehr verarbeiten, aber
das ist natürlich trotzdem gut. So, ich ziehe mal meinen Raumanzug an. Und würde sagen, nein, das ist der falsche. Den brauchen wir. In 2 Stunden 43 kann ich das erst machen. Also kann ich meinen Raumanzug auch wieder ausziehen. Hier habe ich jetzt so ein tolles Borg-Exoskelett. Sieht man gar nicht, aber... Naja, so, gut. Dann geht's halt doch Richtung Kriegsbeute. Und da ich jetzt nicht den ganzen Weg zurückfliegen will, transporten wir mal hin. In die Badlands. Und wir beginnen Kriegsbeute. Obwohl, macht das Sinn, das heute noch zu beginnen? Frage ich mich gerade ernsthaft. Platten, die Lithium-Mine Holding. Ja, da komme ich wie gesagt noch nicht hin. Und ansonsten ist hier nichts. Ich glaube, ich fliege einfach noch. Ich will noch eine Patrouille machen, wo ich vielleicht ein bisschen was erreichen kann. So, und damit sind wir dann schon beim Admiral-Punkten. Mal gucken, ob es hier auch Patrouillen gibt. Patrouille im Kijun-System. Na dann. Und dann könnten wir natürlich nochmal die Sternenbasis 1 verteidigen, um mal zu gucken, wie ich mich da jetzt mit dem neuen Schiff schlage. Und in den Badlands geht es dann in der nächsten Folge und weiter. Und die ist ja dann bekanntlich schon morgen. Die nördliche Landmasse, das klingt doch sehr nach einem Bodenauftrag. Dachte ich mir doch. Na komm, Evelyn, du darfst mit. Wir haben ja beide neue Waffen. Sie hat meine Waffe bekommen und ich habe neue Waffen und die will ich natürlich auch mal am Boden austesten. Und insofern kommt mir das ganz recht gerade. Vorausgesetzt, es lädt. Aber jetzt. Nehmen Sie eine Magmaprobe vom Vulkan. Okay. Machen wir. Du. Ich hoffe, dass das nicht alles war. Ja, Uridium. Na toll, das heißt, sammeln Sie weitere Magmaproben. Das ist natürlich richtig spannend hier. Können hier nicht wenigstens wilde Tiere sein oder sowas? Okay, muss man auch immer dreimal draufdrücken, ehe das einmal klappt. Gucken, ob ich an diesem Berg... Ne, kann ich nicht. Muss ich einen neuen suchen. Aber gut, 1 von 4, 2 von 4, 3 von 4, 4 von 4 finden wir dann auch noch.
Und jetzt hängt man hier an so einem Teil fest. Hallo, Magma. Schön gemacht. Ich weiß nur nicht, warum ich hier wirklich immer dreimal drauf drücken muss, ehe es einmal funktioniert. Aber ich sehe schon, in dieser Patrouille gibt es hier nur hängende Kliffe. Und nochmal drauf drücken. So. 1, 2, 3, 4. Ah. Tja, dann müssen wir mal suchen gehen, wo wir noch einen finden. Weil die haben wir hier alle schon. Ach nee, Mann. Jetzt beginnt es aber lästig zu werden, hier überall festzuhalten, festzuhängen. Gut, ich gehe das nochmal abkontrollieren. Ja, den haben wir schon. Den haben wir auch. Dann müssen wir jetzt wohl mal rüber auf die andere Seite. Seltsame Gebilde sind hier. Wo ist der vierte? Weil insgesamt sind es ja mit dem ersten, den ich genommen habe, quasi dann fünf. Und ich glaube, ich bin gerade zu blöd, den vierten zu finden. Müssen wir jetzt hier halt am Rand mal rumrennen. Nein, das ist der vierte. Wir haben ihn gefunden. Und nochmal drücken. Ja, das war die Aufgabe. Die bringt uns zwar punktemäßig weiter, aber natürlich überhaupt nicht das, was ich eigentlich wollte. Aber so ist das dann halt. Okay. Gucken wir beim nächsten Mal. Den holen wir gerade noch ab. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, sprich morgen, kümmern wir uns um die Badlands. In diesem Sinne, macht's gut!